Was geht? Was geht? Ey, wo kann ich denn sehen, wie viele Leute wir sind? Ich sehe das hier gar nicht, oder? Ah, doch, oben. Krass. Ey, einfach 3000 Leute, das ist crazy. 4000? 5000? Okay, krass. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen kurzsichtig geworden, deswegen muss ich so dran gehen, um den Chat zu lesen. Was geht, Lenny? Hi. Ey, Alter, was ist das hier für ein übelster Hype? Einfach fast 10.000 Leute. Ja, es geht, Nick. Also mein erster Instagram-Livestream seit 2 Jahren oder so. Hi Jason, hi. 10,6.000 Leute. Und zwar, Leute, ich zeige euch jetzt heute meine neue Uhr. Und ja, ich wollte dazu kein extra Video machen. Deswegen, also falls das hier irgendwer auf YouTube hochladen möchte, feel free. Es sei euch gestattet. Und ja, ich habe mir einen ganz kranken Traum verwirklicht. Ich war ja, eben bei Marc und habe die final abgeholt, weil er musste noch was Kleines dran machen. Und ja, es sind einfach über 15.000 Leute, das ist sehr, sehr krass. Ich würde vorschlagen, ich hole mal kurz die Box und dann ja, machen wir das Ganze zusammen auf. Ja, was ganz Besonderes hier heute auf jeden Fall. Und zwar seht ihr schon an der Box, es ist eine Patek Philippe. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich freue mich unfassbar. Nur kurz einen Schluck trinken. Stay hydrated, Leute. Ja, auf Unge angelehnt. Safe. Ich bin eigentlich nie live, deswegen heute mal live. Leute, ihr braucht mir keine Anfragen senden. Ich wollte jetzt hier niemanden anders im Livestream haben, deswegen. So, wir ziehen den Deckel ab. Da kommt uns hier schon so eine ja, Samtverpackung entgegen von Patek Philippe. Ey, wir sind 20.000 Leute. Ist das normal? Ich glaube, normalerweise in meiner Größe haben die Leute weniger Livestream-Zuschauer, oder? Vielleicht ist es auch, weil ich so selten livestreame. Okay, wir nehmen auf jeden Fall mal diese Samtbox hier raus. Ich hoffe, die Umgebung ist okay hier in meinem tollen Schlafzimmer. Ja. Genau, einer schreibt schon in den Chat, Sonnenbrille anziehen. Ich kann es euch eventuell empfehlen, ich will nicht spoilern, aber haltet die parat. Okay, wir entfernen mal diese Samtverpackung. Ey Leute, das ist so nice. Der Übergangsboss. Ja, safe. Ich war heute wieder beim Friseur tatsächlich, beim Barber. Mehr Livestream-Zuschauer als Karl Aufrufe hat. No front. Okay, Leute. Ja, ich muss selber ganz kurz gucken. Kennt ihr das, wenn in so Comics Leute so eine Schatztruhe aufmachen und dann strahlt den so entgegen? Das ist hier gerade so, nur der Effekt kommt auf Instagram Livestream gerade nicht so rüber. Okay, also wir haben hier die Patek-Box und wir machen sie jetzt da zusammen auf. Okay, vor 24.000 Zuschauern. Zu nice, oder? Sieht man das auf Livestream? Ich hole das mal ganz kurz raus. Alter Schwede, das ist ein ganz, ganz wildes Teil. So, ja, wir haben hier eine Patek Philippe Nautilus Iced Out. Kelly schreibt, hier geht's blendend. Ja, Bro, wirklich. Sehr, sehr blendend. Also, das ist wirklich. Einige Blessings. Ja, Jason schickt schon Augen. Also diesen blaue Auge-Emoji in den Chat. Tatsächlich, Leute. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor Auge in letzter Zeit, weil fast was schiefgegangen wäre. Deswegen immer dabei. Weird Flex auf jeden Fall. Aber ja, so, die tun wir mal zur Seite. Und das hier ist. Ey, Junge, wie nice sieht die aus. Sie sieht so richtig weiß aus. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Pietro Lombardi, kranke Uhr, Glückwunsch. Danke dir, Bruder. Boah, passt wie angegossen, das ist auch ein nicer Zufall. Boah, krass. Krass. Sieht man das? Ey Leute, ich bin so unfassbar glücklich mit der Uhr. Ich sehe gar nichts, ja. Ja, bitte ganz viele Augen-Emojis in den Chat. Ey, vor allem, das macht dieses übelst nice Geräusch. Ich weiß nicht, hört man das? Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man das hört. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, das ist halt dieses Patek-Aufziehgeräusch von dem, ja, von der Nautilus halt.
Es ist eine ganz normale, also es ist jetzt, hat jetzt keine Kreise drauf, keine 5712, keine 5980, ganz normale Nautilus 5711. Sehr, sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich bin, ja, ich bin schon erkältet, schreiben Leute. Okay. Ja, 22.400 Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass manche abgeschaltet haben, während ich das hier ausgepackt habe. Es war schon relativ langweilig. Und jetzt kannst du mit Floyd Mayweather chillen. Okay, danke Pietro für die Erlaubnis. Und Grüße an alle Brudis, die hier im Chat waren. Ja, das war's von meinem Livestream. Ich werde sowas nicht öfter machen, weil ich mir nicht so oft Uhren hole, aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns. Haut rein, Leute. Peace.